Assalamu alaikum. Okay, Assalamu alaikum YouTube, euer Bruder wieder da, Black Panther, heute wieder mit dem Hood-Blog. So, ich hoffe, das Format gefällt euch, ich hoffe, es kommt euch an. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Feedback habt, ihr wisst, ich bin immer offen. Lasst mir das in den Kommentaren wissen und ansonsten abonniert den Kanal, supportet uns, wir müssen die 200k voll kriegen. Heute mit keinem anderen als unserem Bruder Nimo. Assalamu alaikum. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du der Ernährung entgegenkommen bist. Ich danke euch. Es war richtig cool, euch kennenzulernen. Haben eine nice Zeit gehabt. Kurz, aber wir holen es nach in Hamburg. Machen wir auf jeden Fall. Wir holen es in Hamburg nach, oder? Auf jeden Fall. So. Und Leute, ihr wisst Bescheid. Unterstützt den Bruder, unterstützt diesen Kanal hier. Lasst die 200.000 voll machen. Okay, das war's von uns und jetzt viel Spaß mit dem Hood-Blog. Kiki! Okay, Bruder, wie im Intro schon erwähnt, wollen wir dich zu den Leuten besser darstellen, dich von deiner Seite zeigen, wie man dich bisher noch nicht kannte. Und du hast gesagt, dass dieser Bahnhofsbereich, der Bahnhofsviertel, sehr wichtig für dich ist, ne? Sie kommt auf jeden Fall rein. Weil hier so deine erste Anlaufstelle war. Was für Erinnerungen hast du hier so mit diesem Ort? Also hier war das erste Mal, als ich nach Frankfurt gekommen bin, die Jungs getroffen habe. Das war genau hier vor diesem McDonald's. Alex, Abdi, Chelo, Wastel. So, wir haben uns alle hier getroffen und das war damals tatsächlich zum Proben für die Tour. Die Jungs haben mich hier angeschrieben auf Facebook, die haben meine Videos gesehen. Es hat ihnen gefallen. Dann wollten wir uns treffen, hat nicht geklappt. Wollten uns treffen, hat nicht geklappt. Und irgendwann haben die gesagt, ey, wir gehen auf Tour, wir wollen dich dabei haben. Ja. Ich so, ja, Baba. Bruder, Broker Kanaka aus der Hood, so. Ich sag, ey, wo ist denn, Bruder? Ich muss da hin, ich habe keine Klamotten. Der eine gibt dir seine Lacoste-Cappy, der andere gibt dir sein T-Shirt, der eine gibt dir das. Weißt du, ich meine, ja. Die ganze Hood stattet dich aus. So, in welchem Jahr waren wir da? Um welchem Jahr bewegen wir uns so ungefähr? Wir bewegen uns im Jahr 2014. Wie waren da so deine Ambitionen bezüglich Deutschrap? Oder mein Hunger war riesig. So, mein Hunger war riesig. Aber mein Wissen war auf Null. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich kannte Musik nur so, in so weit, wie ich sie halt kennengelernt habe in der Hood. Ja. Beats, Rap-Lieder, die du kennst, Rapper, die du kennst. Aber ich hatte keine Ahnung von Business, von Strukturen, von Aufbau, von Management, von Verträgen, von nichts, Bro. Von nichts. Weißt du, was ich meine? Und ich wollte es auch eigentlich gar nicht wissen, weil für mich war so Musik abliefern und fertig. Ja. Ja. Und ja, Mann, so bin ich hierher gekommen, Bruder. Unwissend, einfach wirklich unwissend, was erwartet mich jetzt. Aber mit so einer krassen Vorfreude, Bruder. Wenn ich mich daran erinnere, dann spüre ich diese Freude einfach wieder, weißt du? Ja, das sieht man dir auch in den Augen an. Danke, Bruder. Das ist auch krass. Du bist ja in Stuttgart eigentlich groß geworden. Genau, genau. Und dann, also meinst du, seit sechs Jahren lebst du hier in Frankfurt? Genau. Das heißt, er ist so seit 6 Jahren hier angekommen. Genau, genau. Was stark, Digga. Von hier, Bruder, sind wir dann zum Sky Club gegangen zum Proben. Ja. Das ist auch um die Ecke, so weißt du. Und dann lass am besten die Richtung darüber spazieren gehen. Lass da hingehen, genau. Ja. Und kannst du noch einmal so kurz erklären, wie du überhaupt sogar wirklich so, du hast schon gesagt, so, du hast im Studio ein paar Leute beim Rappen zugehört, aber wie bist du das erste Mal so mit dem Rap in Kontakt gekommen? So, so MTV, Viva, du weißt ja, Bruder. Die Zeiten, ich sag ja, mit den Zeiten sind ja sehr viel aufgewachsen. So. Mhm. Haben, wie gesagt, das 50 Cent auch einer meiner Lieblingsrapper, so einer, nice. Den ich auch vom Charakter sehr geliebt habe, sehr gefeiert habe. Ne? Mhm. Aber ist ja nicht bei vielen so, dass man direkt dann sagt, okay, Digga, ich will auch Rapper werden und damit Erfolg haben. Nee, nee, das war gar nicht so, dass ich. Das ist ja heute mittlerweile so, dass die Leute Rap hören und ich will auch Rapper werden. Genau, ja. Das war ja gar nicht so. Und allgemein Rapper werden war ja auch nie eine Option, Bruder. So. Sondern irgendwann hat man halt angefangen in der Hood zu freestylen. Ja. So. Und auch nicht mit der Intention, ich werde jetzt ein Star oder ich will mit der Musik was reißen. Sondern man hat einfach gerappt in der Hood. Und dann, als ich verhaftet wurde, als ich in Haft gekommen bin. Wann war das ungefähr? Und kannst du erzählen? Das war 2011. Das erste Mal. Da hast du noch in Stuttgart gelebt, ne? Damit wir das zeitlich alles zusammen haben. Da hast du auch in Stuttgart gelebt. Das war die Zeit, auch die Sachen, die wir mit OG schon so gesprochen hatten. So. Da warst du mit den Jungs. Da habe ich OG kennengelernt. In der ersten Haft habe ich OG kennengelernt. Ihr habt dich in der Haft kennengelernt? Genau. In der Haft 2011 habe ich Wissam kennengelernt. Ach, okay. Ich habe Sami kennengelernt und aus Nima wurde Nimo. Ach, okay. 2011 in der ersten Haft. Da hast du ihn kennengelernt. Und kannst du kurz die Geschichte erzählen, wie das dazu kam, dass du in Haft warst? Wie das passiert ist, Bruder, es gab viele Sammelverfahren, ja. Unter anderem gefährliche Körperverletzung, räuberische Erpressung, BTMG, aber es war alles wirklich, wie gesagt, Kleinkram, Bruder. Es ist eigentlich nur was Jugendliche in diesem Alter halt machen, so, weißt du, was ich meine? Man haut sich mal hier, man macht dies, das. Nichts Großwiegendes, Bruder, nichts Schweres, aber wir leben halt im falschen Bundesland, in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Ja. Und
Da ist es halt ein bisschen strenger wie hier, Bruder. Hätte ich dieselben Sachen, die ich damals gemacht habe, hier gemacht, wäre ich niemals im Knast gegangen. Mhm. Niemals. Stimmt. Yeah. Aber die sind wirklich schon so hart, was Strafen angeht. Ey. Ekelhaft, Bro. 2011, ekelhaft. Das heißt, du warst da circa so, wie alt warst du, 16? Ich war 15, 16 geworden. Kurz bevor ich reingekommen bin oder so knapp ein Jahr vorher, so die ersten Freunde inhaftiert wurden. Okay. Und die waren noch nicht raus. Die sind noch immer drin geblieben. Also man hat noch kein Feedback gehabt, wie ist es da drin. Okay. Man weiß es nur aus seiner eigenen Fantasie, aus seiner Vorstellung. Und die ist meistens gar nicht so, wie es in Wahrheit ist. Man denkt so, okay, was geht da jetzt ab und beweisen und mies und was. Aber sobald du ankommst, merkst du eigentlich schnell, ey Bro, es ist eigentlich sowas wie eine kleine Hut. Weißt du, was ich meine? Es ist eigentlich wie so eine kleine Hut. So. Yeah. Ich liebe dich noch. Weißt du, was ist eigentlich Bruder? Wie eine kleine Hut. Ist eigentlich wie so eine kleine Hut, Bruder. So. Ja, das war aber auch in Stuttgart, das war nicht, wie hieß es nochmal? Stammheim. Boah, ich direkt der schlimmste Knast. Wollte ich gerade sagen, also jeder, der darüber gesprochen hat, meint Katastrophe. Stammheim meint Katastrophe, schlimm. Sieht ja aus wie Alcatraz, Guantanamo, die ist das. Total Schaden, Bruder. Total Schaden. Und. Das sind immer wirklich so die ersten Erinnerungen. Als 50-Jähriger, ich glaube, Leute hätten geweint. Du kommst da rein, ich weiß doch, wie OG das erzählt hat. Er meint, Digga, du kommst da rein, wirklich, so wie Alcatraz sieht das aus. Alles aus Stein, Zellen sind verkrüppelt. Genau, wenn du reinkommst, am Anfang, im Erdgeschoss, im EG, ist ja komplett diese orangenen Fliesen, diese, weißt du, was ich meine? Tod, Bro, tot. Überall ist so mit diesem Feuerzeug-Graffiti. Du denkst dir, okay, Bruder, dann bist du in der Zelle, ersten Tag mit so drei älteren Männern, weißt du, was ich meine? So drei Leute, die dein Väter sein könnten. Keiner redet miteinander, weißt du, was ich meine? Keiner redet miteinander. So. Ich bin der Jüngste von allen, ich bin einfach 15, Bro, weißt du, was ich meine? Die sind alle so alt wie meine Väter. Und du weißt nicht, was geht jetzt hier ab? Und am nächsten Tag sagen die, pack deine Sachen hoch, du gehst hoch in den siebten Stock. Dann denkst du schon, okay, alles klar, so sieht es also aus, so ist es also. Dann gehst du in den Hofgang und erkennst einmal so Leute, die du von der Hood kennst. Weißt du, was ich meine? Da war einer genau auch aus meiner Hood, Bündi. Und dann ging es eigentlich ganz schnell, Bro. Du, wenn du natürlich auch der Typ dafür bist, so findest du schnell den Anschluss, weißt du? Es gibt Leute, die sind halt verschlossen, die leben für sich. Die kommen halt nicht aus ihrer Zelle raus. Hast du ja auch bestimmt gut gelernt jetzt. Ja, ja. So. Hast du gesagt, so, egal wie schlimm das ist, egal wie schrecklich das ist, man muss aus der Situation das Beste machen. Ganz genau. Weißt du, das Beste ist nicht da, einfach in der Ecke zu bleiben, zu weinen, wirklich. Ganz genau. Weißt du, in deinem Alter, ich habe jetzt, man ist älter, bei mir das erste Mal, ich glaube, ich war 20, als ich reinkam, man hat ein ganz anderes Mindset. Mhm. Mit 15, Bruder. Ich frage mich vor allem so, wie ist das als 15-Jähriger? Du gehst da rein, du weißt ja überhaupt nicht, was die Sache ist. Nein, gar nicht. Du weißt überhaupt nicht. Du sagst, okay, bei dir ist gehört bei Älteren reingegangen, aber keiner wieder rauskam. Das Ding ist, was mich am meisten beschäftigt hat, ist, was mit meinem Dad, Bro. Weißt du, was ich meine? Ich bin halt von der Zeit von zu Hause weggegangen. Ich hab bei Freunden gepennt und so. Ich habe draußen gepennt, Scheiße gebaut, so in Hotels geschlafen. Ich habe meinen Vater nicht gesehen gehabt, aber mein Vater ist... liebt mich über alles. Und er hat sich immer für mich eingesetzt, Bruder. Immer. Er hat immer für mich gekämpft. Ob ich ein guter Junge war oder ein schlechter Junge war. Natürlich war er enttäuscht von mir sehr, sehr oft, Bruder, aber er hat sich immer für mich eingesetzt. Ich so, okay. Wie wird diese Begegnung jetzt sein? Besucherraum. Weißt du, was ich meine? Und das ist ein Moment gewesen, Bruder, den ich bis jetzt nicht vergessen kann. Den ich mir auch nicht verzeihen kann, Bruder. Weil dieser Blick, ich habe schon oft enttäuschte Blicke von meinem Vater gefressen, so. Aber dieser Blick im Besucherraum, Bro, war was anderes, Bro. Es war so verletzt, Bro. Weißt du, was ich meine? Es war so richtig verletzt, Bro. So traurig, so. Guck, was du gemacht hast. Bro. Ja. Aber nicht mal mit Worten, sondern nur mit Blicken. Und ja. Ja, Bro. Habe ich auch schon gesagt, dass sowas ein oftmals mehr runterzieht als die Haft an sich. Auf jeden Fall. Die Enttäuschung in den Augen, die du deiner Eltern siehst. Ja. Auf jeden Fall. Aber wie war denn so generell so das Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern in der Familie so? Du hast ja schon gesagt, so mit 14, 15, du warst oft draußen, oft unterwegs. Schon früher. Das Problem ist, dass meine Eltern haben sich geschieden, als ich noch sehr, sehr jung war, Bruder. Und ich bin in so ein verstörtes Familienverhältnis aufgewachsen. Weißt du, so, deine beiden Eltern sind am Leben, aber du hast keine Familie. Ja. Das ist als Kind ist es nochmal, alles was du als Kind siehst und lernst, ist für dich normal. Ja. Bis du dann Vergleiche hast, andere Kinder, andere Familien, dann merkst du dir, ey, warte mal, das ist nicht normal. So, wo ist meine Mama? Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, Mann. Aber von früh war ich gerne draußen, weil ich mich zu Hause einfach nicht wohlgefühlt habe. Oder weil ich zu Hause einfach diesen Frieden nicht gespürt habe. Das kann ich nachvollziehen. Vor allem die Dinge, die du gesagt hast, ich glaube, sehr viele haben diese Erfahrung auch im Leben gemacht. Du sagst, du bist ohne Mama groß geworden. Da siehst du oft in der Schule, wenn Kinder sich austauschen. Siehst du oft in der Schule, einer sagt, können wir zu Weihnachten von Mama, Papa das bekommen. Yeah. Urlaub, Mama, Papa, dies und das. Und du merkst, dass dir einfach ein Teil fehlt. Mhm. Und kommst du nach Hause und du hast diese Zuneigung der Eltern nicht, du wirst immer mit Problemen konfrontiert, weißt du? Genau. War das bei mir leider auch, dass du immer nach Hause kommst, merkst, Digga, das Stress. Natürlich bist du dann lieber draußen bis abends 23, 25 Uhr, statt zu Hause diese ganzen Kopfschmerzen zu geben, natürlich, weißt du? Und das ist traurig, weil man dadurch oft immer in diese falschen Kreise kommt. Ganz genau. Erzähl mal noch mal kurz was zu dieser Ecke hier, weil ich glaube so, dass genau. Es so entweder Hafentreppe von uns in Hamburg oder so mehr Richtung Stein am Drop-In. So oder hier ist harter Drogenumschlag. Also hier? Hier ist rote Zone sein Fahrt. Oder diese ganzen, habe ich das, du siehst, sind fast alle Dealer. Ja. Fast alle Dealer. Und natürlich ist von Hasch bis Crack alles dabei, Bruder. Natürlich. Ist das dann auch wirklich auch so der Platz hier, weil der eine hat uns eben da schon Gras angeboten. Dieser Platz komplett. So. Das fängt da vorne an so. Das fängt da vorne an und endet nach dem Hauptbahnhof. Ja. Also desto weiter du in diese Mitte reingehst, umso schlimmer wird's. Ach krass, welche Straße ist das hier? So. Bahnhofstraße, Bruder. Bahnhof, einfach an der Bahnhofstraße stehen die einfach immer so ganz und machen deren Zeug. Krass, Digga. Wie geht die Polizei eigentlich damit um so? Bruder, die Bullen, hier greifen die ab und zu ein, aber im Rotlichtviertel, Bruder, am Bahnhofsviertel greifen die nicht ein. Was willst du machen, Bruder? Ja. Weißt du, was ich meine? Diese Leute haben nichts zu verlieren. Du weißt nicht, was sie berührt haben, was sie bei sich haben. Ja. So. Naja. Auch traurig einerseits. Auch traurig, dass das da nicht geholfen wird, Bruder. Mhm. Die helfen in der Sicht, dass sie da eine fixe Halle haben. Ja. Und immer frische Nadeln, frische Ampullen und so geben. Dass sie wenigstens nicht die benutzen, immer wieder verwenden. Und weißt du, was ich meine? Ja. Aber ob es wirklich eine Hilfe ist, weiß ich nicht. Zurück zu diesem Platz, Bruder. Hier war damals der Sky Club. Und dann sind wir, wie gesagt, vom Bahnhof mit der ganzen Truppe hierher gekommen zum Proben. Ja. Ich sollte damals Olex Sash backen und Wasteel. Und ich konnte die Parts von Olex nicht, Bruder, weil Olex sagt brr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 
Da war ich im Internat in Baden-Baden. Und da gab es einen Jungen, der Sam hieß der. Sammy. Und der Sammy war ein Kiffer. Der hat einen Joint gebaut, Bro. Es war Sommer, ich weiß noch ganz genau. Meine ersten 2-3 Züge genommen. Und ich war Matsch. Ich war Matsch, Bruder. Ich war Matsch, ich war weiß. Ich war tot. Und wir mussten jetzt wieder zurück in diese Gruppe gehen. Ja, krass. Weißt das du? War noch, damit wir das zeitlich noch festhalten, die Phase, in der du Stuttgart gelebt hast, wahrscheinlich auch so 13, 14. Da war ich 13, ja. 13, 13, 14, von, genau. Weil immer weg von zu Hause, du bist im Internat gekommen und dann heißt einfach mit Drogenkontakt, gell? Genau. Wir sind zurück in diese Gruppe gegangen, Bruder, und auf dem Weg dorthin, wie so, ey, was sagen wir jetzt? Weißt du, was ich meine? Also wegen mir, weil die anderen, Bruder, das war einer Kiffer. Ja. Ich habe gesagt, du hast einen Sonnenstich. Und da war das erste Mal, wo ich das Wort Sonnenstich überhaupt gehört habe. Ja. Bruder, was ist Sonnenstich? Ich kenne nur Bienenstich. Was zum Teufel ist jetzt Sonnenstich, Bruder? Und Bruder, ich gehe da rein, ich sage, mir geht's gar nicht gut und so. Die sagt, was hast du? Ich sage, Sonnenstich. Die sagt, ja, du Armer und so. Ich so, Baba. Das haben die direkt abgekauft. Ja, ja. Yeah. Sammy hat auf jeden Fall Erfahrung in dem Game, ja? Hey, Sammy war auf jeden Fall, liebe Grüße an Sammy, Digga. Du geile Sau, danke dir, mein Bruder. Ja. Für die Lüge. Und ja, Mann, Digga. So. Und das hat sich dann direkt geflasht, dass du dachtest, ich hab Bock drauf, ich will noch mehr davon haben, oder wie? Nee, das war gar nicht so geil. Das war da gar nicht so geil, dass ich es genossen habe oder dass ich sage, ey, das will ich jetzt immer. Ja. Das war nicht so. Das hat mich auch gar nicht gejuckt. Weiterhin, bis dann irgendwann in der Hood, Bruder, so die Älteren, was heißt Älteren, die 1, 2, 3 Jahre älter waren, haben so eine Gruppe, die haben auch, halt auch immer gekifft. In der ganzen Hood wusste man auch, das sind die Kiffer so. Und ja, Mann, irgendwann haben nicht mitgezogen, Bruder. Ja. Dann haben wir im Park, habe ich ein paar Mal gezogen, bin gar nicht drauf klargekommen, Bruder. Ich musste übertrieben kacken und kotzen und alles auf einmal so. Ich bin in irgendein Gymnasium reingegangen, boah, in die Toilette. Das erste hast du da so gezogen, meinst du? Nein, Bubba. Ach so, okay. Am Joint gezogen. Okay. Und ja, Bruder, da war ich in dieser Schultoilette drin. Ich habe keine Ahnung, wie lang, und mein Kopf war so, ey, du musst kacken, du musst kotzen, du musst kacken, du musst kotzen, du musst kacken, du musst kotzen. Da habe ich alles gemacht, was ich machen musste, Bruder. Irgendwann von dort rausgekommen nach ein paar Stunden. Ich wollte gerade in den Bus einsteigen, nach Hause gehen, Bruder. Aber in dem Bus, aus dem Bus kommen die Jungs, die mir davor das Bubas gegeben haben. Okay. Die sagen, wohin gehst du? Ich sage, nach Hause. Die so, nein, komm, es geht weiter. Krass, ja, Bruder. Ja, Bruder. Die waren wahrscheinlich älter als du. Die waren älter als ich, ja. Und das Ding ist, du kannst nicht Nein sagen, Bro. Du kannst nicht Nein sagen. Jeder aus der Hood weiß genau, wie das ist. So, wenn deine 1, 2 Jahre Älteren dir was sagen, du willst auch gar nicht Nein sagen. Es ist jetzt nicht so, dass es sich anhört, soll sich nicht anhören wie, hey, die Jungs haben gesagt, komm mit, und ich musste mitgehen. Ich wollte nicht. Nein, ich wollte auch. Ich wollte dazugehören. Ich wollte ein Teil davon sein. Ich wollte auch im Nachhinein, denke ich mir, vielleicht auch gesehen werden, vielleicht auch erkannt werden. Weißt du, so einfach dazugehören, Bruder, akzeptiert werden. Ja, das war dann auch genau das, Bruder, wo ich dann auch den Anschluss gefunden habe, weißt du? Ja. Weil zu Hause hast du nicht dazugehört, weil es ist so, zu Hause, dein Dad ist so dein Dad, dein Bruder ist dein Bruder, aber deine Stiefmutter ist nicht deine Mom, so, weißt du, was ich meine? Da gibt's Beef, aber draußen hast du so deine Fam für dich gefunden, weißt du, was ich meine? Und das ist bei den meisten leider so, Bruder, dass es zu Hause Probleme gibt, dann sind wir draußen und suchen dann draußen nach dieser Bestätigung. Ja, das ist traurig, das ist auch das, was ich angesprochen hatte. Ich meinte, okay, wenn zu Hause wirklich nur Kopfschmerzen struggle ist, du hast keinen Bock auf die Streitigkeiten, gehst lieber raus und draußen findest du diesen Anschluss. Und oft sind das leider für falsche Vorbilder. Leider falsche Vorbilder. Leider, weißt du? Gottes, wie alt warst du da in der Zeit dann auch? Du Stuttgart 14, 15 jetzt so, und die waren 18, 19, ein paar Jahre älter. Es hat so angefangen ab dem 10. Lebensjahr so. Ab dem 10. Lebensjahr hat so dieses Hut angefangen. Weißt du, das ist meine 11, so 10, 11 Jahre, da hat dieses Hood angefangen. Wo du sagst, erkennst du, okay, das ist meine Stadt, das sind meine Jungs, das ist so die Gruppe, das ist die Gruppe, das ist die Gruppe, das ist das, das ist das. Ja. Und es wird halt immer tiefer, bis du dir selber so deine eigene kleine Gruppe bildest, ihr euch eure Gruppe bildet, weißt du? Das stimmt, ich glaube, jetzt auch ein guter Punkt, um wieder zurückzuspringen. Du hast ja gesagt, dass du schon im Stammheim in Haft warst mit 15. Ja. Wie lange warst du da insgesamt drinne? Stammheim war ich 4 Monate. Vier Monate. Und in der Zeit hast du Wasserman, also OG, auch kennengelernt. Wie war so die Begegnung da? Die Begegnung war so, Bruder, guck mal. Es gibt in Stammheim einen langen Flügel, dann ist hier in der Mitte so Büro und dann gibt es einen kurzen Flügel. Der kurze Flügel ist für Schüler und Arbeiter. Okay. Die leben hier, auf der Seite. Zelle. Lange Flügel
sind die Leute, die keine Arbeit, keine Schule haben. Ja. Und das ist dann wirklich auf der Seite 23 Stunden Zelle. Ja. Weißt du? 23 Stunden Zelle. Eine Stunde Hochgang, Rest Zelle. Und natürlich, als ich reingekommen bin, kommst du direkt erstmal in den langen Flügel. Auf dem Hofgang haben die Jungs mir dann erklärt, was ich machen muss. Schreiben einen Antrag, dass du arbeiten möchtest. Ja. Dann kommst du zu uns auf diese Seite. Da haben wir auch ab und zu Freizeit, bla bla bla. Und dann habe ich natürlich meinen Antrag ausgefüllt. Bin dann auf den kurzen Flügel gekommen. Also war gar nicht so lange hier. Nur wahrscheinlich schon so 3-4 Wochen dann direkt rüber, ne? Ja, das ging relativ schnell. Ich weiß nicht mehr genau wie lang, aber es ging relativ schnell. Und dann gab es einen Vorfall bei uns im Betrieb. Wir haben ein bisschen so Spaß gemacht, weißt du? Wir haben diesen Dampfstrahler gehabt. Mhm. Da musst du gegenseitig damit. So. Und der Chef hat das gesehen. Und wir sollten eigentlich gerade zum Friseur gehen. Eigentlich kommt der Friseur dann zum Betrieb und wir müssen von dort gehen. Und hat der irgendeinen dummen Spruch gesagt, Bruder? Habe ich eine Antwort drauf gegeben und hat gesagt, geh hoch in deine Zelle. Und das hat er schon mal mit mir gemacht. Dass ich hoch in meine Zelle gehe, dann kriege ich meinen Fernseher raus und steht dann die ganze Zeit dort da. Ja. Ich habe gesagt, scheiß auf dich. Bevor du mich wieder hochschickst wie eine Bitch, ich kündige. So. Bei Mac-Tin hast du das heftig. Und der denkt sich so, na und, mich schickt das nicht. Okay, dann kündigst du, ciao, weg mit dir. Bruder, hoch. Da vom kurzen Flügel mit all meinen Freiheiten, mit allem, was ich habe. Wieder hab, den langen Flügel, 23 Stunden ein. Wieder, genau. Schluss, ja. Und während ich meine Sachen packe, rübergehe in den langen Flügel, guckst du neben mir, welcher Name an der Tür steht, Wissam Gasmi. Und ich wusste, Wissam, OG, ist Wissam. Ich geh rein, ich klopfe an die Wand, ich gehe ans Fenster, ich sag, Bruder, was geht ab, ich bin jetzt auch hier und so. Du geile Sau, weißt du noch? Weißt du noch, mein Bruder? Und er so, ey, hier bis hier und so, bam, bam, bam. Und wir hatten davor nicht viel miteinander zu tun. So, du musst wissen, der Wissam war bis vor kurzem noch so ein richtig verschwiegenes Buch, so, weißt du, was ich meine? Er ist immer so ruhig gewesen, Bruder, nie mit jemandem so geredet, so. Und nur auf dem Hofgang halt gesehen, weil wir dieselben Jungs hatten. Aber dann haben wir angefangen zu reden. Und ich glaube, auch in derselben Nacht oder ein, zwei Nächte später kam auch dann direkt dieser Kontakt mit Sami von Khatar. Ja. Der war ja unter mir in der Zelle. Okay. Wir wussten es nicht. Wir haben über Interpol geredet, weil irgendjemand von draußen reingekommen ist und über den Song Interpol geredet hat. Hey, Khatar hat einen Song gemacht, da sind alle Rapper drauf und so. Miau, 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 miau. Dann haben wir geredet, wir so, ey Bruder, alles zu deiner Nix-Zeit war zu krass und so. Ja, Mann, dieses Lied hat mich gefickt. Bruder, mit diesem Lied habe ich das gemacht. Boah, dieses Lied so. Und auf einmal lacht einer von unten. Haha, stabil, Jungs. Wir sagen, wer bist du? Der sagt, ich bin Sammy. Wir sagen, wie, du bist Sammy und so. Der so, ja, ja. Und Bruder, er sagt, schick mir dein Seil runter. Ich guck, ich nehme meine Arbeitsschuhe, ich nehme diese Schuhe, das, ich mache ein Seil. Ich schick's runter, ich zieh hoch. Da ist so ein Stück Hasch, Bruder, und so ein ausgedrücktes Papier mit so einem Bild von ihm, Khatar und Sio. Weißt du, ich meine? Und wir so, okay, das ist der, Bruder. Krass. Ja, ich mein. Krass. Das ist der, mit Schokolade noch, Bruder. Ich so, okay, Digga, geile Sache. Was ist das für mein Typ? Das ist mein Mann jetzt, Digga. Das ist mein Mann, das ist mein Mann jetzt. Das ist mein Mann, Bruder. Ich sag dir, Bruder. Ey, Bruder, das war so lustig, boah. Mann. Fertig, ey. Das war lustig. Aber ich war das in Stammheim noch mal ganz kurz, um das Gefängnis zu verstehen, so einfach, um Untersuchungshaft zu verstehen. Egal wie alt du bist, Untersuchungshaft, ob jung oder alt, ob du 15, 16, 32 bist, alle einfach bleiben da. Alle bleiben da. Hardcore. Alle bleiben da. Ja. Du weißt ja selber, Bruder, das Schlimmste an der U-Haft ist, du weißt nicht, wann ist es vorbei. Ja. Also, du hast einfach Träume, deine Träume, du träumst einfach von Blitzentlassung. Ja. Du träumst manchmal, hast du es auch gehabt? Ich, Bruder, du träumst, dass der Wärter deine Zelle aufmacht und sagt, Blitzchen. Du bist in deinem Traum schon draußen, Jungs, yeah. Ich bin da. Ich schlafe alles, so, Bruder, bei Gott, du bist einfach schon draußen, Bruder. Und weißt du, das Schlimmste ist, dass jeder Gefangene auf einmal Anwalt wird. Bruder, sobald die Zellentür zugeht, der war vor Drogen, die Tür geht zu, er ist Anwalt. Bruder, du bist bald draußen. So. Gib mal deine Akte. Bei dir ist so. Oh, Bruder, jeder da drin ist Anwalt, Bruder. Bruder, die Leute darf man nicht zuhören. Nein. Auf keinen Fall, Mann. Auf keinen Fall, Bruder. Die Leute haben immer so viel Scheiße gelabert, Bruder. Bruder, da war ein Typ, der hieß Willi, okay? Ja. Und wir haben zusammen im selben Betrieb gearbeitet, in dieser Schreinerei unten. Und Willi hat immer so sicher gesagt, Bruder, ich komm bei Gericht raus. Weißt du, was ich meine?
Wir sagen, Willi, chill, Bruder, weißt du was, Mann? Chill, geh erstmal zu deinem Gericht. Weißt du, Mann, komm wieder zurück. Ich komm raus bei Dinger, sagt er. Guck, die Aussage von denen so, die Aussage. Er wurde auch Anwalt, hat selber bearbeitet, Notizen Bruder, gemacht, ist das? Bei Gott, ich werde den Tag nicht vergessen, wie er in den Hofgang gekommen ist, Bruder. Ja. Man sagt, er hat eine Miene gezogen, oder weißt du, Mann, Bruder, er hatte keinen Gesichtsausdruck mehr. Er hat keine Miene gezogen. Er hat keine Emotionen mehr, Bruder. Er kommt rein. Ja. Willi, was ist los? Wir haben gesagt, bei Gericht bist du raus. Ja. Ich habe einen Fünfer bekommen. Boah, ja, Digga. Normal, Alter. Dachtest du, du bist Digga, Richterin Salis, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich komm raus. Bruder, das entscheidest nicht du, Bruder. Das entscheidest nicht du. Und die Leute, die Anwälte sind, Bruder, die haben studiert, die haben dies gemacht, das so gemacht. Und sogar die liegen manchmal mit ihrer Kalkulation falsch. Weißt du, was ich meine? Ja, man, oftmals. Oft, das ist so. Bruder. Es ist gut, dass du das auch so siehst. Ich meine, diese Leute, Bruder, man kriegt Kopfschmerzen von denen. Ja. Bruder, ich gebe dir eine Akte, schieß das durch, so und so, passiert so und so. Ich sag, Bruder, willst du sagen, du hast Jura studiert in diesen 2 Monaten, die du ins Knast warst? Ich schwör dir, Bruder. So. Ich schwör dir, aber so ist es. Ja, Mann. Aber kommen wir weiter zu dem Gespräch jetzt mit Uasim. Da habt ihr euch so kennengelernt, wahrscheinlich immer am Fenster so stundenlang geredet, so über Träume geredet mit Sami. Wie ging das Gespräch, also die Konstellation zwischen euch drei weiter? Bruder, wir wurden immer enger und immer enger. Die Gespräche wurden immer intensiver und immer auch intimer. So, es ging dann auf einmal nicht mehr nur um, woher kommst du und was machst du, sondern es ging um die Familie. Wie geht's deinem Vater? Weißt du, mein Vater so, meine Mom so. Ich habe einen großen Bruder, echt, ich habe auch einen kleinen Bruder. So. Ja. Man lernt sich halt immer besser kennen und besser kennen. Dann, ey Bruder, heute bekomme ich Besuch von meinem Dad. Ey Bruder, heute kommt bei mir mein Dad. Weißt du, was ich meine? Und wie war's? Wie geht's ihm? Dann hast du Umschluss, dann, ich weiß noch genau, ganz genau, wie das war. Als Sammy diese Haschhoch gegeben hat, hatte ich, glaube ich, einen Tag später Besuch. Und mein Vater hat mir Rittersport-Schokolade Olympia gegeben damals, kennen Sie, goldene. Na. Und wir sind dann in die Zelle gegangen zum Umschluss, Wissam und ich, haben diesen Joint zusammen geraucht. Und Bruder, wir waren so matsch. Ich so, ey, ich hab noch Schokolade. Da hab ich die Schokolade ausgepackt und ich werde in meinem Leben nicht vergessen, Bruder. Wir sind so stoned und ich erinnere mich noch genau an seinen Stone. Bruder, du machst jetzt auch so nach, ich sehe das, Bruder. Dein Gesichtsausdruck, du bist wieder drin. Bruder, der hat die Schokolade gegessen, seine Augen haben sich gerollt. Der war so, Bruder, wir haben uns totgeladen. Ich so, oh shit, Digga. Und da hatte ich weiß nicht, Bruder, das waren so Momente, die uns so vereint haben. Weißt du, was ich meine? So. Ich weiß nicht, wenn du drin mit jemandem lachst, hat es viel mehr Gewicht, finde ich, wie draußen. Auf jeden Fall. Wenn du drin mit jemandem nach der Familie fragst, so, hat das viel mehr Gewicht, wie wenn draußen es jemand fragt. So. Auf jeden Fall. Draußen ist es gefragt, und drin ist es gefragt mit Herz. So. Mhm. Beides ist eine Frage, aber das eine ist so ernst gemeint, das eine ist so, die Leute die wollen mit Interesse wirklich wissen, Bro, wie geht es deiner Familie so? Geht's denen gut und so? Weißt du, meine? Das stimmt, Digga. Du warst so mit 15, 16 drin und da so kam das schon mit Web schon so. Dass du dachtest, okay, ich mach Web, dies, das. War da schon so dein Fokus, Digga? Ich werde erfolgreich, ich werde Deutschrapper, ich werde das durchziehen? Nein. Ich habe davor immer nur gefreestylt. Dann habe ich meine ersten Texte geschrieben in Stammheim. Und es war aber nicht so, ich werde Rapper. Ja, ich glaube, dazu auch sogar mal eine Story von gepostet, oder? Genau. Du hast die Zeit alle noch, ne? Das können wir, glaube ich, auch einblenden. Alles. Die ersten Texte, die du geschrieben hattest. Alles. Das war dann in der zweiten Haft. Von der ersten Haft habe ich keine Zettel mehr da. Ach so, aber okay. Von der zweiten Haft, und das sind auch meistens die Texte, die meisten Texte sind die man als Habibi dann später kannte. Okay. Vom Mixtape, weißt du? Ja. Und in der ersten Haft ist aber etwas Ausschlaggebendes für meinen weiteren Werdegang passiert. Und das war die Begegnung mit Sami. Weil ich habe dann irgendwann gerappt. Am Fenster und das haben wir gedacht, er sagt, hey, das hört sich cool an und so. Wie heißt du denn? Dann habe ich einen Rappernamen gesagt, er sagt, nein, Bruder, das. Wie war denn dein erster Rappername? Mein erster Rappername war. Ich schwör dir. Mein Gott. Ja, nochmal, ey, einmal auf Ernst in die Kamera gucken. Auf einen, Bruder, auf Ernst. Digga, ey. Auf Ernst, Bruder, was ist los? Bruder, stopp! Hey. Bruder, total schade. Und genau so hat er auch reagiert. Er sagt, ey, auf keinen Fall, Alter. Was laberst du, Bruder, und so. Wenn ich rauskomme, höre ich deine Mucke und ich supporte dich, wenn du dich Nimo nennst. Ja. Und er hat an jeden Namen ein O dran gehangen. Ach, krass. Mein Name ist Nima. Er hat dir den Namen gegeben. Er hat mir den Namen gegeben. Ach, stark, ja. Er hat mich Nimo genannt, er hat Wissam Wisso genannt, er hat aus einem Volkan hat der Volko gemacht. Ja. Weißt du, was ich meine? Und
Ich so, ja, unterstütze mich dann und so. Er sagt, ja, normal, ich wohne am Beginn der NRW. Ich sag, ja, Bruder, machst du es wirklich? Bruder sagt, ja. Und Bruder, da ist dann so dieser Moment gewesen, okay, da gibt's Licht. Ja. Weißt du, was ich meine? Bruder, für mich, ich kann deswegen auch Leute heute besser nachvollziehen, wie es für die ist, wenn man denen so Hoffnungen so macht oder wenn sie Hoffnung haben, was sie sich erwarten. Weil für mich war so, Bruder, ey, da ist Sami, er ist ein Knast, Bruder. Ich werde vorhin rauskommen, safe. Und ich werde warten, bis er rauskommt. Ja. Ich werde so gut werden, dass wenn ich draußen bin, weißt du, was ich meine? Dass er dann gar keine Chance mehr hat, so. Dass krass. Er sagen muss, ey, er ist zu krass. Okay, ich glaube, so, das war so der erste Spot von deinem Hoodblock. Ich glaube, wir gehen am besten jetzt weiter und schauen uns die nächsten Orte an. Let's go zur nächsten Location. Let's go. Genau, hab ich auch. Oh, so schon, die so. Kennst du noch? Bruder, das Album, Bruder, das hatte ich im Knast, das war zu krass. Ich auch. Ich hab Désolé gefühlt von denen. Oh, Désolé, Bruder. Was gemacht? Die Lieder sind, guck mal, das. Okay, Bruder, wir gehen jetzt zum nächsten Spot. Wo gehen wir jetzt genau hin? Bruder, wir gehen jetzt an einen Spot, der sehr, 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 sehr wichtig ist. Der Ort, in dem quasi aus meinem Traum Realität geworden ist. Weißt du? Stark, an dem ich war, während die Leute Nemo zum ersten Mal kennengelernt haben. Okay. Wo ich meine Zeit verbracht habe, während die Leute da draußen meine Musik zum ersten Mal gehört haben. Meine Lieder zum ersten Mal gehört haben. Meine Videos zum ersten Mal gesehen haben. Also ist jetzt das zweite Spot, zu dem wir fahren, einer der einfach so die ersten Meilensteine der musikalischen Karriere. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da ist das erste Mal alles vom Papier, vom Kopf auf ins Mikrofon. Dort. Achso, dann zu den Studio jetzt dann wahrscheinlich, oder wie? Wir gehen in das alte Dracht und Vieh Studio, was es nicht mehr gibt. Okay. Leider Gottes, Bruder. Ich hätte euch so gerne dort eingeladen. Aber das gibt's einfach nicht mehr. Aber wir fahren trotzdem dahin. Hier war das alte Studio dann? Hier war das alte Studio in diesem Gebäude. So. Und hier, wo dieses erste kleine Glasfenster ist, war damals noch ein Kippenautomat. Was für Erinnerung hast du mit diesem Spot so hier? Eine der aufregendsten Erinnerungen, eine der schönsten Erinnerungen, traurige Erinnerungen, aber überwiegend, ja. Gott sei Dank, gute Erinnerungen, schöne Erinnerungen, positive Erinnerungen, positive Begegnungen und mein Stil hat sich hier verbessert, mein Stil habe ich hier gefunden, ich habe für mich meinen Stil entdeckt, ich habe für mich hier entdeckt, was meine Fähigkeiten sind. Ich habe hier zum Beispiel für mich entdeckt, okay, alles klar, Bruder, im rechten Schuss bin ich stark, Bruder, im linken Pass bin ich nicht so, ja, weißt du, was ich meine? Okay. Linker Pass nicht so, mein Ding, das ist mein Ding, so, das habe ich herausgefunden. Ich habe mich selber hier gefunden. Ich bin das erste Mal hergekommen von meiner Schwester, da habe ich 3 Wochen bei ihr gelebt. Bin hierher gekommen einmal, bin hier direkt geblieben. Sufian und die Gang, Almedin, Yunus, das waren so meine neuen Freunde, Ömer. Das waren so meine Freunde, die ich von hier hatte, weißt du? Sufian auch, der Rapper Sufian, Azimemo. Wir waren dann so die jüngere Gruppe. Ja. Und die Älteren waren natürlich Celo, Abdi, Haft, Capo. Aber ihr seid euch alle schon so begegnet, hier über den Weg gelaufen. So wir sind größtenteils uns hier über den Weg gelaufen, aber auch Haft, überwiegend Hafti. Haft ist auch, okay, ab und zu gekommen, natürlich, aber überwiegend war natürlich ich da, weil ich da geschlafen habe. Lukas war damals bei uns, Lukas, liebe Grüße an Lukas. Lukas war da überwiegend, Zin war überwiegend da, Celo war überwiegend da, Sufian war überwiegend da, weißt du, also wir die Jüngeren und die das Tagesbusiness gemacht haben, weißt du? Ach, krass. Du hast schon auf der Fahrt hin gesagt, dass das so wirklich auch so Meilensteine für dich und deine Musik waren. Und jetzt meinst du, du hast sogar auch sogar gepennt? Also, Ich habe hier gelebt und ich wollte mal, dass die Leute sehen, wie das sie aussah, weil die haben oft gehört, ich habe im Studio gelebt, die haben oft gehört, die Leute wissen ja, ich bin die ganze Zeit nur im Studio gewesen, so, weißt du? Und ich wollte, dass sie mal sehen, wie das krass aussieht. Gelebt. Du meinst nicht nur dieses, okay, mal ein, zwei Sessions gemacht, so Late-Night-Sessions, einfach da gepennt. Nein, du warst längere Zeit hier, hast gepennt, geschlafen,
Bruder, das war so eine durchgehende Session, weißt du das mal? Ja. Später auch, also als ich dann meine eigene Wohnung hatte, auch nicht mehr hier gelebt habe, war ich ja trotzdem konstant. Genau. Ja. War ich trotzdem konstant hier, habe trotzdem konstant Sessions gemacht, die auch tagelang gingen. Ja. So, weißt du, was ich meine? So, was für Begegnungen waren das, wenn du jetzt so als junger Rapper solche wie Hafti gesehen hast oder Wastel, so kam auch Zuspruch von denen, hast du den mal, kennst du das so, hey, hör mal meine Lieder rein, hör mal meine Musik rein, hast du schon so eine Sache versucht? Gab es solche? Auf jeden Fall, also ich hab die Jungs, also Celo, Abdi, Sin, die haben mich auch schon, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr gut vorgestellt. Die haben auch, egal zu wem, immer gesagt, der Junge ist der Nächste, der Junge wird alles ficken, der Junge wird alles ficken. Und mein Bruder Alko, das, ich weiß nicht, ich liebe ihn so sehr, Bruder, weißt du? Und er hat mir auch immer eine ganz besondere Art von Liebe gegeben, Bruder, die ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Und auch Zuspruch. Von Wastel, von Celo, von Abdi, von all diesen Jungs Zuspruch bekommen. Ja. Und diesen Zuspruch, den du bekommst, also Alko, als kleiner Junge. Also Alko, Hafti hat dir hier auch sehr viel geholfen, als ich da schon supportet direkt. Auf jeden Fall, Bruder, auf jeden Fall, natürlich, ja. auf jeden Fall. Und ich habe das auch alles niemals vergessen, Bruder. Ja, Mann, was schön, Digga. Heute, wie lange warst du eigentlich nicht mehr hier? Wie lange ich nicht mehr hier war? Ja. Also das Ganze gibt es jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr. Und ich glaube, kurz bevor es das nicht mehr gab, war ich noch mal kurz da. Okay. So, aber... Mann, das ist Erinnerungsteil von dir, ist Teil deiner Geschichte. Ich denke, ja, safe, Bruder, Teil von allem. Bruder, da ist Habibi entstanden. Ja. Dort ist mein erstes Studioalbum Ideal entstanden, Kiki entstanden. Dort ist Capimo entstanden. Dort ist Steinbock, Nimo Original, weißt du? Mhm. Teilweise auch Moonboy. So, Bro. Da ist mein Leben entstanden. Da ist alles entstanden. Da ist mein Leben entstanden, Bro. Da sind Lieder entstanden, die Welt noch gar nicht kennt. Ja. Aber über die ganzen Jahre sind mit verschiedenen Leuten auch so viele Lieder entstanden, Bruder. Ja. So viele Sachen, Bruder. Das ist. Weißt du, wie viel, Bruder? So viele Sessions mit so vielen verschiedenen Künstlern hier drin gehabt. Weißt du, komm, wir gehen mal einmal drumherum und dann zeige ich dir, wo das Fenster vom Studio war. Bruder, wir hatten mehr Sessions, ich sag dir. Da gab es halt Vorhang, aber damals gab es ja nicht mal richtig Vorhang, gell? Wir haben so Decken drüber gehangen, so, damit kein Licht reinkommt. Weil du weißt doch, auf diese, Bruder, du willst einfach kein Licht sehen, so. Weißt du, was ich meine? Du willst einfach nur so. Also aber ich sag jetzt nicht, du weißt, Bruder, damit ich meine, du weißt, wie es ist, wenn man zieht oder irgend so ein Scheiß. Weil wir haben schon gemerkt, Bruder, der Bruder ist halal und auf Sport, Digga. Ich bin 40, I don't need that shit, man. Aber ich kenne mal nochmal vor uns, Bruder, so die erste, du kommst ja mit 18, die erste Begegnung mit so einem wie Haft. Weißt du, der war ja da am Kombo, das war der Erste, der so Straßenrap für dich auf die Karte gebracht hat. Er war ja da schon der Champ. Ja, Mann, was war so deine erste Begegnung mit dir? Kannst du dich daran erinnern, was das... Die erste Begegnung? Genau, was genau da passiert ist. Jeder Mensch, der schon mal Haftbefehl getroffen hat, jeder Mensch da draußen, alle wissen. Und alle, die ihn noch treffen werden. Wenn Haft in einen Raum kommt, Bruder, dann gehört der Raum ihm. Ja. Dann gehören die Blicke ihm, dann gehören die Aufmerksamkeit ihm, Bruder. Er hat eine Aura, Bruder, die ich so kein zweites Mal gesehen oder erlebt habe. Ja. Bei so? Auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Da muss man auch real sein und das gestehen, so, weißt du, meine? So, egal was man von sich selber haltet, so, man muss sagen, ey, Bro. Und deswegen ist er auch Haftbefehl. Er ist Haftbefehl, Bruder, er ist Aykut. Er macht, was er macht und er darf machen, was er macht. Mhm. Weil er ist einfach er, Bruder. Und wenn man ihn mal so live erlebt hat, versteht man das auch. Ich kann das nicht erklären, Bro, weißt du, was meine? Mhm. So, wenn ich das jetzt erkläre, das hört sich an, als ob ich ihn mal blasen will, weißt du, was meine? Aber... Weißt du, was ich meine? So, aber das Ding ist, es ist halt so, was ich mache. Nicht lügen. Auf einmal mit einer sehr starken Präsenz, sagst du. So, er kam, du warst als junger Rapper so... Präsenz, Bruder, gibt viel. Aber das ist was anderes. Wenn du ihn mal triffst, wirst du verstehen, was ich meine. Mhm. Inshallah wirst du ihn treffen. Er ist unglaublicher Mann, unglaubliche Persönlichkeit, unglaublicher Charakter, Bruder. Mhm. Unglaubliches Herz. So, ich habe dir vorhin gesagt, ohne die Kamera, er ist einer meiner größten Idole gewesen. Ja. Weißt du, in Deutschrap allgemein war er mein einziges Idol. Ja. Und das Ding ist, ich habe von ihm Sachen gelernt, Gott sei Dank. So, danke mein Bruder Alkut, die heute Sachen sind, die auch Menschen an mir lieben. So. Ja. Weißt du?
Deswegen, ich weiß, wie es ist, wie sehr ein Mensch jemanden inspirieren kann. Ja. Ich weiß es. Deswegen bin ich mir meiner Aufgabe, meiner Verantwortung und meiner Macht auch bewusst und versuche sie deswegen gut einzusetzen. Weil ich weiß, was für Blüten wachsen können, wenn du an gewissen Orten Liebe gießt. Ja. Weißt du, was ich meine? Wenn du an gewisse Orte Liebe gibst, Bruder. Das heißt aber auch in gewissermaßen nicht nur dein Idol, sondern auch dein Mentor. Einer, der vieles gezeigt hat in so einem Bereich Musik. Auf jeden Fall, Bruder. Das heißt, ihr habt euch hier wirklich so hier in dieser Schule kennengelernt. Er hat sich dann gleich an die Hand genommen und dir so wirklich versucht, so weit nach vorne zu bringen, wie es geht. Ja, das war nicht direkt so, Bruder, aber er hat mich direkt liebevoll willkommen geheißen. Er hat mich direkt liebevoll aufgenommen. So, weißt du, das erste Mal, die erste Begegnung war einmal kurz irgendwo bei einem Konzert von den Jungs gewesen, aber dann die richtige Begegnung, wo man sich wahrgenommen hat, so, also wo er mich auch wahrgenommen hat, war so beim Videodreh zu Auf Achse. Okay. Weißt du, das war mein erster Dreh, wo ich auch dabei war mit den Jungs auf Achse. Da haben wir das bekannt gegeben, dass ich das neue Signing bei Ideal bin. Ja. Und auch der Tour-Song für die anschließende Tour, wo wir alle dabei waren. Das war ja die Tour, für die wir getrobt haben, weißt du? Mhm. Wo alle dabei waren. Hannibal, Wastel, Cello, Abdi, Olex, Sech, Samir. Alle. Auf jeden Fall, ganz rechtes Fenster. Ja? Ganz rechtes Fenster war das Studio. Mhm. Also, du musst dir vorstellen, dass quasi von da, wo das Fenster ist, bis quasi der zweite Dinger da, durchgehend ist das Studio gewesen. Okay? Achso, wie groß, das war dann eigentlich kleiner, als ich mir vorgestellt habe. Wie groß war das ungefähr? Das war klein, Bro. Das war klein. Das war, der Raum war von hier, die Breite von da bis hier, ja. Bis hier. Boah, Digga. Jetzt musst du dir vorstellen, du kommst rein, jetzt ist hier eine Couch. Da geht's in die Booth. Hier ist auch eine Couch. Check, check, yes. Couch ist das, Bruder. Und so einen kleinen Raum hast du gehustelt, geschlafen, gegessen, getrunken. Nein, das war ja nur das Studio, wo man aufnimmt. Aufgenommen war, okay, es gab da noch separate Räume. Jetzt geht's weiter. Jetzt gehst du aus der Booth raus und diese drei Fenster, die gehen dann bis zum Ende vom Flur. Das war riesig, Bruder. Das Studio war riesig, Brudi. Bis zu den anderen Fenstern, die du siehst. Boah, das ist schon groß, Bruder. Ja, das war riesig. Küche, mit Wohnzimmerbereich, mit zwei Büros. Also zwei Schreibtische, weißt du, was ich meine? So, das war schon groß. Aber hauptsächlich ging alles da drin ab. Ja. Dieses ein Jahr, was ich verbracht habe dort, das habe ich mit Bratte quasi zusammen dort gelebt. Weißt du? Okay. Weil der Bratte hatte auch zu der Zeit eine sehr, sehr harte Zeit. Familienmitglieder verloren. Und wir haben dann die meiste Zeit zusammen dort verbracht. Ganz weißt du? Mehr war Bratte? Bratte ist der beste Freund von Haft, von Aykut. Okay. Das nicht, sagt mir leider nichts. Und der Bratte hat dann die Rindswürstchen gemacht. Der Cello hatte seine Murkas gemacht, Bobas Groch. Das war alles so wie so eine Familie, Bruder. Das war so, ich weiß, geil. Ja, Mann. Bruder, das heißt, Bruder, du hattest eigentlich hier schon, Bruder, sehr schnell relativ den Kontakt zur Deutschrap-Szene, Bruder. Weißt du, ja, Mann. Sehr schnell. Ja, Mann. Gott sei Dank. Sehr schnell, Bruder. Gott sei Dank. Es gibt ja Leute, so, vor allem hier an jungen Künstler, die diesen Traum leben, Bruder. Die sind 10 Jahre im Game Rappen und haben bis heute keinen Anschluss gefunden. Ja, Mann. Bei dir so dein erster, zweiter, dritter Versuch direkt, weißt du? Ja, Gott sei Dank. Du hast einen Sami kennengelernt, dann hier so direkt eine Haft gehabt. Das ist schon, Bruder. Das Ding ist, im Knast hat das alles zusammen mit meinem Bruder Brascho angefangen, weißt du? Brascho ist, wir kennen uns seit Kind auf. Also wirklich, bevor ich schon in Leonberg gelebt habe, als ich mit meinem Vater alleine in Korntal gelebt habe, war nebendran ein Kinderheim. In dem Kinderheim war Banseka damals. Und als ich so 4 Jahre alt war, war er tatsächlich der erste Mensch, der mich gerippt hat. Okay. Weil mein Vater hat mir damals so 1 Euro gegeben. Ich bin zum Bäcker gegangen, habe so gemischte Tüte geholt. Ja. Und der hat mir einfach meine Tüte gerippt, Bro. Weißt du, was ich meine? So. Einfach, Bruder, damals. Bruder aus Kamerun, weiß Unterhemd, damals und so. Weißt du, wie viel im Paket, so ein kleines, weißt du, mein. Was geht? Zeig mal deine Süßigkeiten. Und er ist so 2 Jahre älter wie ich. Weißt du, was ich meine? Er war circa 2, 3 Jahre älter. Ich war damals klein, Bruder. Ich war 4 Jahre alt. Er war so 7 oder so. 6, 7. Und meine Süßigkeiten gerippt. Später, wir sind umgezogen, weil mein Vater geheiratet hat. Ich habe einen kleinen Bruder bekommen, wir müssen umziehen. Bruder, wir ziehen um. Banseka lebt einfach dort, wo ich lebe. Da. Auch noch mein Bruder. Nein! Dieser afrikanische Gorilla hat dich wieder abgefangen, Bruder. Zeig mal nochmal was. Dir, Bruder. Zeig mal nochmal was. Der war einfach da, Bruder. Und ja, man, da hat man sich kennengelernt, Bruder. Dann. Und der war nachher dann auch noch in Haft, richtig? Der war sein Leben lang in Haft. Boah, er war der Erste aus der Hood, den Bekannten, der in Haft war. Und wir haben ihn ja quasi nie gesehen. Er hat dich auch irgendwie auch zur Musik dann noch ein bisschen gebracht, so. Er hat mich, er war derjenige, der mich in der zweiten Haftzeit so motiviert hat,
mir die Hand gereicht hat. Er ist ein älterer gewesen. Er hat mich auf Augenhöhe behandelt, Bruder. Und im Knast bedeutet das viel, viel mehr, Bruder. Ich hatte im gelockerten Bau, Bruder. Habe ich mich gefetzt, Bruder, mit dem Typ, weißt du? Ja. Der hat mir einen harten Blinker verpasst, Bruder. Ich hatte so einen Blinker und ich musste zu Besuch. Die Fetzerei ist gerade bam, bam, bam. Und ich werde zum Besuch gerufen. Im gelockerten Bau, Jagobi, runterkommt zum Besuch. Bruder, ich gehe in Gemeinschaftsdinger, ich habe so einen Teil, weißt du, was ich meine? Allahu Akbar, was ist der Besuch? Weißt du, was ich meine? Wie soll das jetzt gehen, Bruder? Bruder, ich setze mir eine Käppi an, ich gehe runter, der Beamte sagt, warte mal, weißt du, was ich meine? Tack, tack, was passiert? Nee, ich bin von Treppe gefallen. Ah, okay, bam. Alle, die in diesem Ding am Moment in diesem Flur waren, Bruder, sind alle vom gelockerten Bau geflogen. Ich bin vom gelockerten Bau jetzt also geflogen, Bruder, mit blauem Auge, Bruder. Ja. Und ich bin 17 Jahre alt, Bruder, weißt du, was ich meine? Okay. Und Banzika war derjenige, der gesagt hat zu den Jungs, der gehört zu mir. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Ich weiß nicht, Bruder. Vielleicht müsste ich mich ohne Banzika noch mehr beweisen. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder was auch immer, Bruder. So. Aber das bedeutet erstens mir sehr, sehr viel, Bruder. Und da drin bedeutet das sehr, 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 sehr viel, Bruder. Glaube ich. Das heißt, der schwarze Bruder aus Kamerun in der zweiten Haft so, hat dich auch sehr stark nochmal motiviert. So. Ja, Bruder. Und ja. Er hat gesagt, Bruder, Wir haben halt diesen Block, den ich habe, von dem du vorhin geredet hast, mit den ganzen Blättern. Ja. Er hat genau seinen Block. Wir haben zusammen angefangen, unsere Musik zu machen. The Denef Mawil. Ja. The Denef. Ja. Kommt von Brasho. Brasho und mir. Wir haben da drin diesen Traum gehabt, Bruder. Und ich habe ihn drin gesagt, und das hat daran, dass er mich in letzter Zeit erinnert, er sagt, Bruder, weißt du noch, du hast da drin gesagt, wenn ich hier rauskomme, werde ich das machen, das machen, das machen, ich werde nach Frankfurt gehen. Er sagt, genauso wie du gesagt hast, ist es gekommen. Oh Mann. Und ich so, oh. Krass, ja, Mann. Heftig, ja. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ich habe das voll vergessen gehabt. Ja. Ich habe gesagt, ich gehe dorthin, Gott. Warum ich das erzähle, ist, weil es da Leute gibt, die einen Traum haben. Wenn ihr euch so sicher seid, Wenn ihr euch so sicher seid, aus purer Überzeugung redet, okay, aus purer Überzeugung. Ich meine nicht, ey, ich werde morgen Millionär, so hoffen, dass man morgen Millionär wird, nein. Wenn du etwas spürst und das ist ein Moment, dann wisst ihr, was ich meine. Wenn du etwas spürst, einen Traum hast und etwas spürst, dann geh der Sache nach und gib alles, was du hast, aber gib. Und wenn du gerade in einem Moment vielleicht alleine bist und es vielleicht gerade nicht so klappt, dann dreh nicht um, sondern ess weiter Scheiße. Bis du das zurückbekommst und du wirst bekommen. Mhm. Wenn du es wirklich fühlst, wenn du es wirklich willst, wenn du wirklich realistisch sagst, ich kann's, ich will es und ich werde es. Ich glaube, das war sehr wichtig, Digga. Mann, das ist wirklich schön, dass du so Sachen erzählst, dass du auch solche Momente, Augenblicke mit uns teilst. Weil wenn man solche Deutschrapper sieht, so, solche Geschichten hört man nicht. Du hast ja am Bahnhofsviertel auch erzählt, was für eine Vergangenheit du hattest, weißt du? Auch diesen Drogenkonsum, dass es dir auch nicht gut ging, Keim, so eine Sachen. Mhm. Wenn man solche Sachen hört, ich glaube, das kann Leuten nochmal motivieren und Leuten eine ganz andere Richtung zeigen, weißt du? Ich bin im Knast 16 geworden, ja. War draußen. Mit 16 wieder rein, im Knast 17 geworden, wieder raus. Wow. Gott sei Dank dann draußen gewesen. Mhm. Und die zweite Haft, wie war die zweite Haft so? Zweite Haft war eigentlich ganz, ganz easy, Bruder. Zweite Haft, ich sag dir ehrlich, abgesehen von meinen Eltern, es war die beste Zeit meines Lebens. Nein, ich sag dir, weil ich hatte meinen Frieden. Frieden? Ich hatte noch nie in meinem Leben meinen Frieden so sehr, wie ich ihn da drin hatte. Ehrlich? Wie meinst du das? Ich schwöre dir bei Gott, Bruder, und vielleicht fühlt es einer, der auch mal... Ich weiß nicht, Bruder. Vielleicht wird das einer der genau. Einfach so Frieden in dem Sinn, dass du abgeschottet von vielen Leuten warst. Oder ich hatte meine Ruhe. Ich hatte meine Ruhe. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich hatte alles, war geregelt, Bruder. Ich hatte, was ich hatte. Ja. Ich war zufrieden damit. Ich wollte nicht mehr. Ja. Ich meine, jeder will mehr. Aber ich war zufrieden mit dem, was ich hatte. Ich hatte genug. Ja. Ich hatte meine Arbeit. Ich hatte meine Jungs. Ich hatte meinen Raucher. Weißt du, was ich meine? Ich hatte meine Musik. Ja. Ich hatte bei mir, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich hab sie gemacht, ich habe am Gitter gerappt, wir haben gelacht. Weißt du, meine Props bekommen, hier, dies, das, tak, 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 tak. Mhm. Aber nur deine Eltern leiden draußen, Bruder. Und das fuckt dich immer wieder draußen da drin ab. Das frisst dich da drin. Weißt du, was ich meine? Dass die Leute, dass die kommen, Bruder. Und die haben es nicht verdient, Bruder, für deine Dummheiten zu leiden. Mhm. Die haben es einfach nicht verdient, Bruder. Und wer ist daran schuld? Wir. Ich bin selber daran schuld. Ich bin daran schuld, Bruder, dass mein Vater leidet, dass meine Mutter leidet. So, das tötet dich. Aber ansonsten, Bro, ich sag dir ehrlich, weißt du, was dein Leben wieder drin hat?
Chief. Oder hätte ich einen Ventilator noch in meiner Zelle gehabt? Ich sagte ehrlich, für alles gar kein Problem. Das ist doch verrückt. Ich sag dir, Bro. Das ist doch verrückt. Es soll auf jeden Fall da draußen für die Leute nicht heißen, dass Knast cool ist, Digga. Okay, versteht das auf gar keinen Fall falsch. Ihr müsst verstehen, wenn ich sowas sage, ist, mein Kopf ist so voll mit so vielen Sachen, so, okay? Wirklich so, so vielen Sachen. Und da wünscht man sich schon ab und zu seine Ruhe zu haben, Digga. Und da weiß man, da drin hat man seine Ruhe. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich irgendwas Dummes machen würde, um dahin zu gehen, oder dass ich an dumme Sachen denke. Es ist ein dummer Vergleich für jemanden, der das alles nicht versteht, der diese Welt nicht versteht. Aber nehmt euch auf jeden Fall kein Beispiel an meinen Worten oder an dem, was hier gesagt wird, bitte. Weil es ist in keinster Weise cool, Digga. Es ist in keinster Weise cool. Finde ich auch gut, dass du das jetzt nochmal so erwähnt hast. Muss man, wirklich. Bruder, muss. Ich verstehe vollkommen, wie du meinst, aber deshalb hast du das gut umgefasst, weil es gibt Leute, die haben dieses Umfeld nicht, umkreist nicht. Genau. Oder in Digga, Knast, alles gut, alles dies, ist auf jeden Fall nicht so. Ja, genau. Weißt genau. du? Aber um das nochmal so, um diesen Blog auch nochmal so interessanter zu machen, weil ich glaube, du hast schon ein paar Interviewsachen über dich erzählt, aber die Haftzeit an sich jetzt die zweite. So, ein Jahr ist ja verdammt schon viel. Was macht man in diesem Jahr? Weil ich glaube, in dieser Zeit, ich weiß nicht, woran das liegt, aber im Knast, oder du beschäftigst dich so extrem mit dir selbst wie nie in deinem Leben zuvor. Du bist 23 Stunden drin, du hinterfragst alles. Wer sind meine Freunde? Wer sind meine Feinde? Wo will ich im Leben hin? Was ist meine Zukunft? Weißt du? So, gab es auch solche Momente bei dir, wo du gesagt hast, Digga, das ist ein falscher Freund, das war ein falscher Moment? Ja, das ist aber, das passiert sehr, sehr schnell, weil wer ist dein Freund? Ja. Wer ist dein Freund? Jemand, an dem du gefallen findest, jemand, von dem du Erwartungen hast. Jemand, dessen Erwartungen du erfüllst mit deiner Loyalität, mit deinem Dasein, mit deinem was auch immer. Das heißt, du erwartest, Bruder, weil vor allem auch in der Hood, da wo wir herkommen, man sagt immer oft, Bruder, ich bin für dich da, ich bin für dich da, ich bin für dich da, ich bin für dich da. Aber dann ist der Moment, wo dieses ich bin für dich da kommen muss und es kommt nichts. So, du bist drin und deine Bros, deine Brüder, deine Freunde, die jeden Tag mit dir waren, Bruder. Kein Brief, kein Antrag für Besuch, kein nicht mal ein Brief, Bruder. Ja. Nicht mal ein Brief, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Und dann Bro, wenn du heute, wenn du ficken willst, du wirst eine App finden, weißt du, was ich meine, die dir zeigt, wer genauso einen verrückten Schaden hat wie du in deiner Nähe, Bruder. Weißt du, was ich meine? Das findest du heraus. Dafür hast du ein Handy, dafür hast du einen App Store, dafür hast du einen Code, dafür hast du ein dies, dafür das. Ein Stück Papier, Bruder, weißt du, was ich meine? 10 Minuten Zeit, schreib nicht mal viel, Bruder, schreib einfach, hey, Bro, ich denk grad an dich. Assalamu alaikum, alles gut so. Mach das Ding zu, weißt du, was ich meine? Eine Briefmarke, Bruder, okay, jetzt ist die Briefmarke teurer geworden. Damals war so unter 50 Cent, glaube ich, jetzt ist es schon Richtung 1 Euro. So, weißt du, was ich meine? Es wird ja jedes Jahr, kommt so ein Ding drauf. Aber wenn das die Freundschaft nicht wert ist, Bruder, was ich meine? Ich gebe mal vom Mindesten aus, von 15 Minuten ein Stück Papier und 50 Cent, Bruder. Dann merkst du doch schon früh, Bruder, die Leute scheißen auf mich. Die Leute scheißen auf mich. Die Leute, die sagen, die sind meine Brüder, die scheißen auf mich. Die seid nicht meine Bros, Digga. Wie oft, Bruder, wie oft habe ich irgendeine Scheiße auf mich genommen, Bruder? Weißt du, was ich meine? Ja. Wie oft, Bruder? Nicht aus Angst, Bruder, sondern aus Loyalität. Weißt du, was ich meine? Nicht aus Angst. Dass, so, weil das gibt es ja auch oft. Ja. Dass Jüngere oder Leute, die unterdrückt werden oder dies und das, Sachen auf sich nehmen, die sie gar nicht gemacht haben. Warum? Weil der Ältere sagt, ey, nimm es auf dich, du Hurensohn. Weißt du, was ich meine? Ja. Du sagst schon. Nein, sondern aus Loyalität, Bruder. Leute wurden verhaftet. Ich bin zum Polizeirevier gerannt, Bruder, habe gesagt, ey, ihr habt den Falschen. Weißt du, was ich meine? Nein, wir wissen schon, die brauchen jetzt gar nicht. Bruder, diese Leute ficken dich am Ende ab. Und das tut weh. Weil du dir denkst, ich wäre bereit, dass mein Vater und meine Mutter weinen, damit es dir gut geht, und du scheißt auf mich. Weil du das dann anfängst, vor die Augen zu halten, wie du sagst, und das anfängst zu wiegen und zu vergleichen. Ja, es tut weh, Bruder, es tut weh. Glaube ich dir. Weil ich vertrete auch die Meinung, dass ich sage, dass Gefängnis an sich oder Gefängnissystem an sich gar nicht darauf ausgelegt sind oder gar nicht dafür da sind, um Menschen zu resozialisieren oder sie wieder in die Gesellschaft einzubringen. Ich sage, meiner Meinung nach sind Gefängnisse nur einzig und allein dazu da, um Leute abzuschrecken oder von Straftaten fernzuhalten. Weil wenn du selber einen Tag im Gefängnis, bestes Beispiel, auf Dammtor, jetzt verwendet diese Enkro-Zeit. Bruder, wenn du einen Tag im Gefängnis warst, Bruder, ich bitte dich, wenn man jetzt wirklich das Ganze aufnehmen würde oder Kameras und Mikros auf den Freistundenhof bringen würde, ich hätte die Leute würden vom Fenster, vom Stuhl fallen, weißt du? Damit du siehst, wie die Kriminellen sind. Die sind im Knast drin und da kommt keiner und sagt, hey, hör mal zu, Nimo, was hast du getan? Besser dich mal, Bruder. Die Kriminellen sind 23 Stunden unter sich. Die kriegen Zuspruch unter sich. Bruder, ich war Dammtor da, weißt du, wie die ersten Tage sind? Bruder, ich habe ein Taschenhandy, ne? Macht 20.000 im Monat, ich verkaufe 60.000, 70.000, er will kaufen. Bruder, ich habe draußen einen Cousin, er kann abkaufen. So, Bruder, die connecten sich.
So connecten die sich. Das ist, weißt du, was ich meine? Es gibt ein paar Ausnahmen-Einzelfälle, wo Leute reingehen, sich bessern. Aber das oftmals wegen der Familie, ne? Oftmals, weil sie sich mit selbst auseinandergesetzt haben. Und sehr selten, weil das Gefängnis das für die getan hat. Weil ich schwöre, ne? Die Gefängnisse machen dich hier noch krimineller. Natürlich, Bruder. Bruder, ich war drin, Bruder. Weißt du, wie oft Angebot kam in der Endkurszeit, als ich drin war? Ich sag, du bist jung, ich kenne dich, dein Familienbruder. Bruder, du weißt selber, wie das drin natürlich, ist. Natürlich, Bruder. Weißt du? Das ist doch das Ding. Der Staat muss den Leuten helfen. Der Staat muss mit den Leuten arbeiten. Und vor allem mit Jugendlichen. Vor allem mit Jugendlichen. Bruder, das ist unfassbar, Bruder. Das ist unfassbar. Du kommst rein, du siehst, da ist ein Junge. Zum Beispiel, als ich das erste Mal reingekommen bin, war da ein Junge, der hieß Apo, okay? Ja. Der Apo war 14 Jahre alt. Der war Bulgare. Apo und sein Onkel haben zusammen Teller gewaschen für irgendein deutsches Restaurant, ne? Und der Chef von dem Restaurant und der Onkel haben sich verstritten. Daraufhin ist der Onkel zu Apo gegangen und hat gesagt, ey, der Chef hat deine Mutter beleidigt, weißt du? Und okay. der hat auch mitbekommen öfters, dass der Chef herablassen zu denen war, weißt du? Also was hat der Apo gemacht mit seinen 14 Jahren? Er hat das Messer genommen und hat seinen Chef getötet. Nun sitzt der Junge im Knast. Nun erzählt der Junge diese Story Leuten, weißt du, was ich meine? Die vielleicht zum ersten Mal mit einem Mörder in Kontakt kommen. Und ja. Er ist was? Er ist kein Profikiller, wie man ihn aus dem Fernseher kennt und Hitman. Ja. Er ist ein 14-jähriger Junge, Bruder, der Teller gewaschen hat zum Leben und hat, weißt du, was ich meine, aus einer Emotion, aus einem Moment hat er getötet. Jetzt ist dieser Junge da, Bruder, erzählt seine Geschichte und da sind Leute, die Zuspruch geben. Ja, Bruder, hast du gut gemacht. Keiner darf deine Mutter beleidigen. Das ist so schön gefasst. Okay, hier beenden wir den ersten Part von dem Hoodblock mit meinem Bruder Nimo. Hier genau an der Stelle von seinem alten Studio. Ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Bleibt dran. Nächste Woche geht es weiter mit seinem Hoodblock. Es wird genauso spannend. Ne? Der Bruder hat sehr vieles erlebt. Es gibt sehr vieles zu erzählen. Nicht vergessen, folgt mir auf Instagram, abonniert den Kanal und supportet Black Panther. Auf jeden Fall, Digga. Supportet Black Panther und deswegen sind wir hier. Supportet mein Bruder Black Panther. Supportet die Jungs, die etwas erreichen wollen. Die Leuten ihre Stimme geben, die Leute ihre Plattform geben, supportet echte Sachen, Digga. Supportet Leute, die Leute geben sich Mühe. Wisst ihr, was ich meine? Die kommen hier, die haben ein Team gegründet. Die wollen keine Scheiße mehr bauen, die bauen vielleicht gar keine Scheiße. So, warum will man diesen Leuten ihre Plattform nehmen, Digga? Das verstehe ich nicht. Weißt du, was ich meine? So, der Junge, ihr seht doch alle, dass er einen geraden Weg geht. Ihr seht doch alle, dass er Leuten eine Welt zeigt, die sie vielleicht noch nie davor gesehen haben. Leuten eine Stimme gibt, die vielleicht noch nie die Plattform hatten, über ihre Sachen zu reden. Oder Sachen vielleicht loszuwerden oder wie auch immer, Digga. So einen Menschen darf man nicht in den Knast schicken. Solche Leute darf man nicht die Perspektive nehmen, weil das, was ihr macht, ist, ihr reißt Leuten den Boden unter den Füßen weg, Digga. Und das ist auf keinen Fall korrekt. Und ihr wollt das ja tun, weil ihr eigentlich was Korrektes tun wollt. Weißt du, ich meine, ihr sperrt ja Leute ein oder ihr nehmt Leuten Sachen weg, weil ihr meint, es ist korrekt dem Staat gegenüber oder der Gesellschaft gegenüber. Aber der Gesellschaft gegenüber ist es meiner Meinung nach nicht korrekt, wenn man genau solchen Leuten, die sich integrieren und die für sich etwas finden, was für sie auch vielleicht damals gar nicht interessant war, so, weißt du, was ich meine, was jetzt ihr Brot ist, was jetzt ihr Leben ist, das den wegzunehmen, das ist nicht korrekt, Digga. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass die Black Panther supportet, dass wir diesen Leuten zeigen können, diese Jungs meinen es ernst. Egal, ob es die Jungs hinter der Kamera sind, egal, ob es der Bruder hier ist, egal wer, die Leute meinen es ernst, die Leute wollen es machen, die Leute wollen es für euch machen und die Leute wollen natürlich auch wachsen und von dort weg herkommen, wo sie herkommen. So. Deswegen supportet Black Panther, lass Liebe da. Und wenn man sowas sagt, dann heißt es nicht, dass die Jungs sich Diamantenketten oder irgendwas holen. Nein, man, damit einfach das, was sie haben, stärker wird. Und der Boden, auf den sie gerade pflanzen, Bruder, dass der Früchte gibt. Wisst ihr, was ich meine? Dass dieser Baum endlich wachsen kann. So. Und von den Früchten haben wir alle was davon. Bruder, das hast du sehr schön gesagt, Bruder. Hätte mein Anwalt so gesprochen vor Gericht beim Plädoyer, ich hätte vielleicht Freispruch bekommen, Bruder. Ich schwör, Bruder. Salam alaikum, YouTube.